Einen Tag nach dem Brückeneinsturz in Baltimore geht die Suche nach den Vermissten weiter. Allerdings steht seit gestern Abend fest, die Einsatzkräfte rechnen nicht mehr mit Überlebenden. Es ist dieser mittlerweile veröffentlichte Notruf, der möglicherweise andere Leben gerettet haben könnte. Hold on, traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching that just lost their steering. Verkehr stoppen wegen eines außer Kontrolle geratenen Schiffs. Sofort wurde die Brücke gesperrt. Nicht einmal eine Minute verging danach, bis sie zusammenbrach. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Mittlerweile haben die Ermittler die Blackbox sichergestellt. Gestern waren am späten Abend Ermittler an Bord. Sie haben angefangen, sich den Maschinenraum anzuschauen, Dokumente und Elektronik sichergestellt. Heute wurde weiter ermittelt. Laut Medienberichten soll das Containerschiff schon 2016 in einer Hafenmauer in Antwerpen gekracht sein. Im Internet kursiert dieses Video. Unter den Vermissten, die hier in Baltimore in die Tiefe stürzten, seien auch Familienväter, so der Gouverneur, der mit den Angehörigen gesprochen hat. Sie sollen wissen, dass wir alle Ressourcen nutzen werden, damit sie abschließen und Frieden finden können. Außerdem soll die blockierte Einfahrt in den Hafen so schnell wie möglich freigeräumt werden, weil dieser wichtig für die Wirtschaft der USA ist.